Manche glauben erst dann an etwas, wenn sie einen Beweis dafür haben. Als Beweise dienen zum Beispiel statistische Datenerhebungen, Fotos oder Videoaufnahmen. Doch manchmal sind die Filmaufnahmen so unglaublich, dass wir unseren Augen einfach nicht trauen können. Hier sind 9 mysteriöse Dinge, die tatsächlich gefilmt wurden. Die Nummer 9. Der Nachtschwärmer. Bei dieser Aufnahme von einer Überwachungskamera in Fresno, Kalifornien, läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter. Ein paar Jahre später erfasste die Kamera wieder das Unerklärliche. Was hier zu sehen ist, stellt Zuschauer vor ein Rätsel. Für manche sind diese Videos ein gut gemachter Fake. Tatsache ist aber, dass nie bewiesen werden konnte, dass sich hier jemand einen Spaß erlaubt hat. Die Aufnahmen zeigen eine weiße Gestalt, die sich mit großen Schritten fortbewegt. Eigentlich viel zu groß für einen normalen Menschen. Skeptiker behaupten aber, dass sich hier ein paar Scherzkekse einfach ein Bettlaken umgehängt haben. Andere sind aber davon überzeugt, dass es sich hierbei nicht um ein menschliches Wesen handeln kann. Die Auflösung steht noch aus. War hier etwa ein Editor am Werk? Und die Nummer 8. Der Geist aus der Eastern State Strafanstalt. In diesem Gefängnis in Philadelphia waren einst die schlimmsten Verbrecher der USA untergebracht. Obwohl die Eastern State Strafanstalt 1971 bereits geschlossen wurde, sieht es ganz so aus, als ob ein paar Geister hier ihr Unwesen treiben und sich weigern, das Gebäude zu verlassen. Um den Geistern auf die Spur zu kommen, hat man im Gefängnis mehrere Kameras installiert. Was das Filmmaterial zeigt, ist unglaublich. Bei dieser Aufnahme im Flur sehen wir, wie sich etwas auf die Kamera zubewegt und dann wieder verschwindet. Für manche handelt es sich bei dieser Aufnahme um einen kleinen Spaß, den sich Amateurfilmer erlaubt haben. Manche aber sind von der Echtheit des Videos überzeugt. Für sie liefert diese Aufnahme den handfesten Beweis für paranormale Aktivität in der Strafanstalt. Nummer 7. Die Tsunami-Gestalt. Im Jahr 2011 traf ein riesiger Tsunami mit voller Wucht auf die japanische Küste. Die Bilder der Verwüstung gingen um die ganze Welt und lösten das pure Entsetzen aus. Die Wellen erreichten nach Aussagen von Augenzeugen eine Höhe von 40 Metern. Große Teile des Landes wurden überflutet. Gebäude einfach von den Wassermassen mitgerissen, als wären sie aus Karton. Nichts konnte den Tsunami stoppen. Fast 16.000 Menschen fanden in den Fluten den Tod. Hunderte von Videoaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Eine dieser Aufnahmen ist ganz besonders interessant. Sie zeigt eine merkwürdige Kreatur beim Versuch, der Flut zu entkommen. Dabei bewegt sie sich wie eine Katze. Ein Mensch ist es aber ganz bestimmt nicht. Manche gehen davon aus, dass es sich um einen Geist handelt. Andere sagen, es sei eine unbekannte Kreatur aus dem Meer. Merkwürdig ist auch, dass die Gestalt immer wieder verschwindet und plötzlich wieder auftaucht. Was könnte es nur sein? Und die Nummer 6. Kugelblitze. In den vergangenen Jahren hat es eine ganze Reihe von Videoaufnahmen gegeben, die mysteriöse Lichterscheinungen in verschiedenen Größen am Himmel zeigen. Manche sprechen von UFOs, manche von Flugzeugen. In der Wissenschaft hat dieses Phänomen jedoch einen Namen: Kugelblitze. Bei Kugelblitzen handelt es sich um äußerst seltene, energiegeladene Lichtobjekte, die meistens in der Nähe eines Gewitters auftauchen. Bisher werden sich Forscher nicht darüber einig, wie und warum Kugelblitze entstehen. Auch Videos von vermeintlichen Augenzeugen helfen bei der Aufklärung kaum. Zumal es sich bei den Aufnahmen meistens um etwas anderes oder um bewusste Fälschungen handelt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 5 und dem Patterson-Gimlin-Film. Bigfoot darf natürlich nicht in dieser Liste fehlen. Eine der mysteriösesten Filmaufnahmen ist dieser Patterson-Gimlin-Film aus dem Jahr 1967, in der angeblich Bigfoot in einen Wald läuft. Hierbei kann es sich genauso gut um einen Menschen im Affenkostüm handeln. Doch Wissenschaftler zweifeln an dieser Behauptung. Die Bewegungen der Kreatur aus dem Video können nach deren Aussage von einem Menschen unmöglich nachgeahmt werden. Auch gab es um 1967 herum noch keine Technologie, um so einen authentischen Menschenaffen nachzubauen. Fast 50 Jahre später und noch immer gibt es keine zufriedenstellende Erklärung für diese mysteriöse Videoaufnahme. Und die Nummer 4. Der schwebende Schamane. Das unerklärliche
Übernatürliche hat Menschen schon immer gereizt. Menschen sind fasziniert von Magie und übernatürlichen Phänomenen. Der Dokumentarfilm Reise ins Jenseits, die Welt des Übernatürlichen aus den 70er Jahren stellt eine Reihe von unerklärlichen Phänomenen vor. So wie zum Beispiel den afrikanischen Schamanen, der angeblich über dem Boden schweben kann. Die Aufnahme zeigt deutlich, dass der Schamane in einem Feuerkreis anscheinend ohne jegliche Hilfsmittel abhebt. Auf den ersten Blick deutet nichts auf einen Fusch hin. Das Video liefert deswegen für manche einen handfesten Beweis dafür, dass solche Dinge wirklich existieren. Oder was meint ihr? Und da sind wir auch schon bei der Top 3. Charlie Chaplins Handy. 1928 produzierte Charlie Chaplin einen Film namens Der Zirkus. In einer der Aufnahmen von der Filmpremiere des Films im Man's Chinese Theater ist eine mysteriöse Frau zu erkennen, die ihre Hand ans Gesicht hält. Niemand ist bei ihr, es sieht also fast so aus, als würde sie gerade mit einem Handy telefonieren. Eigentlich unmöglich für die 20er Jahre. Das macht das Video auch so mysteriös. Haben wir es hier etwa mit einem Zeitreisenden aus der Zukunft zu tun? Ein paar halten diese Theorie für völligen Blödsinn und gehen davon aus, dass die unbekannte Frau aus dem Video einfach nur ein Hörgerät ans Gesicht hält oder sich mit ihrer Hand von der Sonne schützt. Beweisen konnte man aber bis heute nichts. Und die Nummer 2. Die NASA-UFOs. Im Juni 2015 gewährte NASA-TV einen Blick hinter die Kulissen und zeigte im Livestream Bilder aus dem Weltall. Die Aufnahmen wurden über YouTube ausgestrahlt. Für manche liefern sie den handfesten Beweis für die Existenz von UFOs. Auf den Videos ist zu sehen, wie drei Objekte aus der Erdatmosphäre schießen. Ist alles nur ein Fake? Handelt es sich vielleicht um Weltallmüll? Warum hat die NASA das Livestreaming abgebrochen? Gibt es etwas, was die Menschheit nicht erfahren darf? Fragen, auf die es bis heute keine Antworten gibt. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Das Brookside Theater. Falls ihr euch mit Geistergeschichten auskennt, dann wisst ihr auch, dass Geister gerne Objekte bewegen, um mit den Menschen zu kommunizieren. Für alle unter euch, die sich für Geister interessieren und sogar für diejenigen, die überhaupt nicht an Geister glauben, ist die nächste Aufnahme ganz besonders spannend. Sie stammt aus dem Brookside Theater in England, einem Theater, das für seinen Spuk bekannt ist. Der Manager des Theaters, Jai Seppi, stellte eines Morgens im Juli 2014 fest, dass ein Tisch und ein Stuhl nicht mehr an dem Ort standen, an dem sie am Abend zuvor noch waren. Da er die ganzen Spukgeschichten um das Theater natürlich kannte, schaute er sich direkt danach die Aufnahmen der Überwachungskamera an und traute seinen Augen nicht. Auf dem Video ist deutlich zu sehen, wie sich Tisch und Stuhl scheinbar von alleine verschieben. Niemand ist im Raum. Oder etwa doch? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt solltet ihr das Video noch mit euren Freunden teilen. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.